Hallo, in diesem Video werde ich euch diverse wichtige Dinge zum Fliegen in Battlefield 5 erklären, damit ihr dann auch demnächst in diesem Spiel den Luftraum unsicher machen könnt. Das wird einfach super, schließlich ist das ja das aktuelle PlayStation Plus Gratis-Spiel und wie ich schon im vorherigen Video erwähnt habe, werden denke ich viele Leute das im Moment ausprobieren, weil man im Moment einfach nicht so viel zum Zocken hat. Und da hat sich auch jemand einen Flugzeugguide gewünscht und dieser sinnvollen Idee möchte ich nachkommen, damit meine Community in Battlefield 5 nicht so hart zu den PS Plus Noobs zählt. Wichtig zu verstehen ist schon mal grundsätzlich, dass sich das bei Flugzeugen ein bisschen anders verhält als am Boden. Am Boden sind es tendenziell die leichten Fahrzeuge, die eher eine geringe Nische haben, während die schweren Panzer dominieren. Im Luftraum sieht das etwas anders aus. Da sind es die leichten und wendigen Flugzeuge, die Jagdflugzeuge, die den Luftraum dominieren, während die schweren Flugzeuge eher eine geringe Nische haben. Warum ist das so? Naja, wenn man wendiger und kleiner ist, ist man in Dogfights besser. Und wenn man in Dogfights besser ist, kann man den anderen Scheiß leichter geiern. Also, Jagdflugzeuge sind der Weg. Und mal ganz davon abgesehen, ist es sowieso so, dass es auf manchen Maps, den Pacific-Maps, nur verschiedene Versionen von Jagdflugzeugen gibt. Also sollte man sich mit denen eh am ehesten einspielen. Bevor ihr euch allerdings in die Lüfte schwingt und ganz viel Spielspaß habt, solltet ihr euch vergewissern, dass ihr nicht der Typ da vorne seid, der erstmal mit seinem Flugzeug die Startbahn blockiert, weil er sich denkt, oh nee, ich habe zwar jetzt den Flieger, aber abheben, während einer hinter mir ist, nee, völlig unnötig. Bitte macht sowas nicht, das ist einfach nur sehr nervig. Achtet außerdem darauf, dass es auf manchen Maps, ja wieder diese Map, möglich ist, dass Panzer auf eurer Startbahn rumfahren. Ja, gegnerische Panzer, die euch dann umbringen. Wenn ihr seht, dass da ein Panzer umherfährt, ist es nicht unbedingt die beste Idee, da starten zu wollen. Denn im Flieger seid ihr sowieso der Staatsfeind Nummer 1. Es ist nicht so chillig wie am Boden, wo die Leute euch einfach ignorieren und da dumm rumstehen, während sie darauf warten, dass ihr was macht. Nein, wenn ihr im Flieger unterwegs seid, sweatet grundsätzlich jeder und alles auf euch ein und in allererster Linie ist das Erste, was ihr merkt, die Luftabwehr, die auf euch schießt. Die kann man auf verschiedene Art und Weisen beseitigen und das sollte man in der Tat auch tun. Beispielsweise kann man Bomben drauf werfen, was ganz gut funktioniert. Ich persönlich würde euch aber Raketen empfehlen, aus dem simplen Grund, dass man damit die Flugabwehr leichter und schneller beseitigen kann. Die Flak ist aber logischerweise nicht das Einzige, was euch nach dem Leben trachtet. Und gerade nach einer Begegnung mit der Flak, wenn ihr dann hart angehtet und am Rauchen seid, kommen gerne mal Feindflieger aus ihren Löchern und wollen euch dann geiern, weil sie einen Easy Kill wittern. In solchen Situationen ist es immer besonders schön, wenn man Backup von seinen Teammates bekommt, sodass der Feindflieger dann abdrehen muss, um nicht selbst gegeiert zu werden, sodass man dann selbst drehen und ihn mit unter Feuer nehmen kann. Und das ist ein sehr wichtiger Tipp zum Fliegen in diesem Spiel. Arbeitet mit euren Teammates zusammen. Am besten mit welchen, mit denen ihr in der Party seid, sodass ihr euch koordinieren könnt, aber auch mit den Randoms, die da so rumfliegen. Wenn ihr seht, dass beispielsweise ein Feindflieger sich hinter einen anderen Flieger aus eurem Team setzt, dann setzt euch hinter den und geiert den Feindflieger, bevor der euren Teammate abschießen kann. Besonders schnell geht das, wenn man sie mit Raketen finisht, falls Not am Mann ist und euer Teammate bereits hart am Rauchen ist. Ansonsten achtet einfach darauf, was die Feindflieger machen. Wenn da einer hoch oben rumfliegt und dann so runterfliegt, stehen die Chancen sehr gut, dass der vorhat, sich hinter einen Teammate von euch zu setzen. Und dann könnt ihr euch direkt perfekt hinter den Feindflieger setzen, sodass es erst gar nicht dazu kommt, dass euer Teammate sehr low gehittet ist. Im Idealfall könnt ihr euch dann so gegenseitig Backup geben und die Randoms werden das dann genauso machen wie ihr, sodass dann alle nach Möglichkeit zusammenarbeiten. Ihr könnt natürlich auch den Move machen, dass ihr euch von oben hinter die Gegner setzt und das speziell zu eurem Job macht, halt feindliche Flieger abzuwehren, je nachdem worauf ihr gerade Bock habt. Nur kann man mit einem Jagdflugzeug eben mehr machen, als nur feindliche Flieger abzuwehren, weil es ein sehr vielseitiger Allrounder ist. Ihr solltet also auch gegen feindliche Bodenziele mit euren Teammates zusammenarbeiten. Achtet einfach darauf, was verbündete Flugzeuge gerade so anfliegen und greift das dann mit an, wie beispielsweise den Panzer da unten. Denn dann kriegt man die sehr viel schneller gekillt, als dass man immer wieder zum Spawn zurückfliegen und resupplyen muss für neue Raketen. Manche Piloten setzen auch Spotting-Marker auf die Ziele, die sie angreifen. Achtet also auch auf sowas, denn dann sind das in der Regel angehittete Ziele, die ihr nur noch finishen braucht und so easy Kills machen könnt. Das ist durchaus sehr hilfreich, auch Teamplay-technisch. Wenn man gerade kein Backup aus der Luft bekommt, sollte man natürlich auch noch auf die Sachen am Boden achten, die einem helfen könnten. Beispielsweise, wer hätte es gedacht, die Flak, wenn da ein Teammate drin sitzt. Denn die können euch feindliche Flieger vom Hals halten, während ihr beispielsweise zum Resupplyen oder zum Reparieren euch in den Spawn zurückzieht. Ist zwar eine Pussy-Taktik, nervt auch, ist sehr ärgerlich, aber funktioniert und ist manchmal die Rettung. Was man nicht machen sollte, ist das hier.
Ich weiß, das Bedürfnis, wenn man ein Japaner ist, sowas zu machen, ist manchmal sehr hoch. Aber das ist einfach nur nervig und bringt euch nicht wirklich weiter. Also, keine Kamikaze bitte, danke. Was man jedoch sich angewöhnen sollte, ist, dass man mit Raketen auch auf Luftziele schießen kann. Ein sehr wichtiger Grund, warum ich Raketen im Kontrast zu Bomben eindeutig empfehle, weil man Bomben nicht wirklich auf Luftziele schießen kann, während Raketen im Luftkampf durchaus extrem nützlich sind, um Low-Gated-Ziele zu finishen, wenn eure MGs beispielsweise gerade überhitzt sind, oder um einfach sehr befriedigende, stylische Frontalkills zu machen, auf die der Feindpilot dann in der Regel nicht klarkommt. Sowas, das macht Spaß. Ich meine, guckt's euch an, er fliegt da hinten rum, ich hitte ihn noch ein bisschen an, damit er low genug ist, und während er dann auf mich anfliegt, kriegt er die Raketen und ist weg. Das sind einfach wunderschöne Kills, die Spaß machen, wenn man das ein bisschen drauf hat. Und selbst wenn man hinter einem Gegner ist, können Raketen nützlich sein, da man häufiger in Dogfights die Möglichkeit hat, weit genug zu pre-aimen, indem man sich verlangsamt, um dann dem genau in seinen Turn rein Raketen zu drücken. Das ist eindeutig sehr effektiv. Erinnert mich nebenbei bemerkt auch ein bisschen an den B11 aus GTA. Wer also mit dem B11 Erfahrung hat, sollte damit eigentlich recht schnell klarkommen. Man muss aber auf ein paar Dinge achten. Zum Beispiel ist es möglich, mit den Raketen sich auch selbst anzuhitten, wie ihr hier gerade sehen konntet, wenn man nah genug am Gegner dran ist. Das ist also etwas gefährlich und man hat auch nur einen Satz Raketen. Man sollte also auf den richtigen Moment warten, um sicher zu treffen. Besonders, wenn man nur die zwei Raketen benutzt. Und wie ihr gerade sehen konntet, können die Wrackteile von feindlichen Fliegern euch auch noch problemlos den Flieger schreddern, gerade wenn ihr den mit Raketen zum Explodieren bringt, sodass er dann nicht noch weiter dem Boden entgegentrudelt, also der Feindflieger. Und dann ist das relativ gefährlich. Behaltet das also nach Möglichkeit im Hinterkopf. Grundsätzlich sollte man, da man eben auch nur einen Satz Raketen hat, die nach Möglichkeit nicht sinnfrei wasten. Hier zum Beispiel hätte ich den fast mit Raketen abgeschossen, habe mich dann aber dagegen entschieden und habe ihn schnell mit MGs gefinisht, um Munition für die Raketen zu sparen, sodass ich dann hier noch schnell einen Infanteristen mitnehmen kann. Sowas lohnt sich in der Regel. Man sollte also differenzieren, in welchen Situationen Raketen sinnvoll sind und in welchen nicht. Hier habe ich zum Beispiel einen Gegner mit MGs gekillt, der andere ist dann in Deckung hinter den Panzer gegangen und da habe ich die Raketen dann eingesetzt, um den aus der Deckung zu killen, denn sonst hätte der vielleicht danach seinen Teammate wiederbeleben können. Gegen bewegte Bodenziele, wie beispielsweise das Auto da unten oder Transportpanzer oder Boote, lohnen sich Raketen in aller Regel, da man die innerhalb von einem einzigen Burst beseitigen kann und dann leiden die Gegner daran sehr und man hat einen schönen Multikill. So schön wie das mit den Raketen auch sein mag, ist es natürlich auch leider so, dass nicht alle Flieger Raketen als eine Upgrade-Option haben und dass man die sich in aller Regel erstmal freispielen muss. Man muss also erstmal ein paar MG-Kills mit den Fliegern machen, was relativ schwierig ist, weil die MGs hier nicht so stark sind. Zumindest nicht alle MGs. Manche Flieger haben auch relativ starke, wie beispielsweise der, den ich hier gerade benutze. Und der hat auch Raketen, glücklicherweise. Aber leider sind manche Flieger im Leveln echt eine Pain. Muss man also vorher gucken, dass man nicht aus Versehen noch den falschen Flieger levelt, sodass man sich dann damit MG-Kills abmüht, um dann dafür am Ende nicht mal die Upgrade-Option zu haben, die man sich vielleicht wünscht. Achtet also darauf. Die nächste Sache bei MG-Kills ist, dass man die natürlich auch in Third und auch in First Person machen kann, wie ihr eben ja schon sehen konntet. In Third Person finde ich persönlich es sehr viel schwieriger, weil man logischerweise das Ziel nicht so gut sieht. Man muss also sehr viel nach Gefühl arbeiten und dann abschätzen können, ob man ein Ziel trifft oder nicht. Während man in First Person gerade mit dem Zoom, den man da noch hat, Ziel sogar ein kleines bisschen gut erkennen kann. Das hilft beim MG-Kills machen und auch beim Leveln. Probiert euch das also anzugewöhnen, dass ihr die verschiedenen Sichtoptionen zumindest mal ausprobiert, guckt, was für euch da am besten funktioniert und dann das eben euch angewöhnt, was für euch am besten funktioniert. Eine Sache, auf die ihr auch noch achten könnt, ist, dass einer von den deutschen Fliegern Minengeschosse zur Verfügung hat. Ursprünglich der, der auch normal die guten MGs hat, haben sie aber genervt, deswegen hat jetzt der andere die Minengeschosse. Und so gesehen kann man damit dann auch ganz gute Kills gegen Bodenziele machen, weil Minengeschosse Explosivmunition sind, mit der man logischerweise dann Bodenziele besser treffen kann. Vielleicht ist das also für die Leute, die neu im Fliegen in Battlefield 5 sind, etwas einsteigerfreundlicher. Aber der Flieger kann wiederum keine Raketen haben, weil sie nicht wollten, dass Raketen und Minengeschosse auf dem gleichen Flieger verfügbar sind, weil er sonst wohl gegen Bodenziele zu stark gewesen wäre. Wow. Zu stark für Battlefield 5 Verhältnisse, versteht sich. Denn egal wie voll upgraded hier ein Flugzeug auch sein mag und was man da alles dran bauen kann, es wird niemals an den Battlefield 3 A10 rankommen, mit dem ein einziger guter Pilot aus der Luft quasi eine ganze Runde allein carryen konnte. Nur sowas gibt's hier nicht und mit der Erwartungshaltung muss man auch gar nicht an das Fliegen rangehen.
Aber mit einem voll upgegradeten Flugzeug kann man zumindest einigermaßen regelmäßig Hills machen. Und das ist auch schon ganz nett. Man wird aber trotzdem, ähnlich wie im Panzer, das Gefühl nicht los, dass man, was die feindliche Infanterie anbelangt, gegen eine Übermacht anarbeitet, gegen die man nicht wirklich viel ausrichten kann. Selbst mit mehreren Fliegern nicht, denn sobald irgendwo einer aus dem Squad überlebt, holt er einfach seine Mates wieder, während man am Resupplyen ist. Und es reicht auch, wenn da irgendwo ein Medic rumdümpelt. Der belebt auch alle Leute wieder, die man da gerade eben umgebracht hat. Es ist also leider immer ein bisschen schwierig, mit dem Fliegen wirklich was zu reißen. Aber man kann einigermaßen vernünftig Air Support geben, wenn man auf die richtigen Ziele anfliegt. Und dabei muss man auch darauf achten, dass manche Flieger gleichzeitig mehrere MGs zur Verfügung haben. Dass man also das richtige MG für die jeweilige Situation verwendet. Dieser britische Flieger hat beispielsweise ein MG, das eine höhere Streuung und einen stärkeren Bullet Drop hat, was aber auch mehr Schaden anrichtet, und ein sehr präzises MG, das untere, das dafür weniger Schaden anrichtet, sich aber besser eignet, um Infanterie zu beseitigen, weil man die dann wenigstens vernünftig trifft. Auch bei den Raketen hat man manchmal die Qual der Wahl, beispielsweise zwischen zwei einzelnen sehr starken Raketen oder einem 8er Sperrfeuer aus schwächeren Raketen. Was man dann nun konkret nimmt, hat viel mit persönlicher Präferenz zu tun. Wenn man trifft, ist auf jeden Fall beides sehr stark, wobei man sich natürlich bei den zwei einzelnen Raketen nicht leisten kann, groß was daneben zu schießen, während man bei dem Sperrfeuer es nicht merkt, ob man da auch mal eine Rakete daneben setzt oder eben nicht. Unterm Strich ist beides eine gute Option und bei manchen Fliegern hat man ja auch jeweils nur eine dieser beiden Optionen zur Verfügung. Man spielt also so oder so immer mal wieder das eine oder das andere, wenn man verschiedene Flieger oder allgemein Flieger bei den verschiedenen Fraktionen benutzt. Man sollte also sich mit allem einspielen. Ich möchte als nächstes im Video darüber reden, warum ich überhaupt diesen Guide mache, obwohl ich im vorherigen Video mich doch sehr über Battlefield 5 aufgeregt habe, weil das auch wieder manche Leute nicht verstanden haben, dass viel von dem, was ich da gesagt habe, objektive Kritik am Game Design von diesem Spiel ist. Denn ja, Battlefield 5 und auch das Fliegen in Battlefield 5 kann durchaus Spaß machen. Das sage ich ja auch gar nicht, dass es überhaupt keinen Spaß macht. Aber es ist zum Beispiel mit der Flak teilweise echt furchtbar nervig. Und die Flak ist ja noch eines der harmlosesten Dinge, die einen hier belästigen können, wenn man in der Luft rumfliegt. Das große Problem von Battlefield 5, was ich in diesem Video, also dem vorherigen, auch erklärt habe, ist, dass dieses Game ein sehr großes Potenzial hat und es ein richtig, richtig gutes Battlefield hätte werden können, aber man mit einigen sehr dummen Game-Design-Entscheidungen dieses Potenzial absolut gewastet hat. Ich denke, wenn man sich hier das Flugzeug-Gameplay von diesem Guide anguckt, dann sollte man auch checken, wo das Potenzial von diesem Spiel liegt und was man hier alles noch hätte rausholen können, wenn man da noch ein bisschen mehr in diese Richtung gesteckt hätte. Beispielsweise mit einer ME-262. Das wäre so geil gewesen. Man hätte durchaus noch mehr rausholen können. Man hätte auch, wenn man beispielsweise die Fliegerfaust nie eingeführt hätte, die Flugzeuge, die ja zugegeben ohnehin schon nicht so viel machen, zumindest einigermaßen vernünftig spielbar lassen können. Aber wenn die Fliegerfaust gespielt wird, dann sind die Flieger, die ohnehin schon relativ wenig machen können, weil die Leute sich ständig wiederbeleben, so absolut im Nachteil und so absolut nutzlos, dass die ganze Mühe, die es einen nun mal kostet, um vernünftig mit dem Flieger rumfliegen zu können und die Mühe, das richtig zu lernen, effektiv für die Katz ist. Und das sind Sachen, da regt man sich halt als jemand, der das Spiel auch gespielt hat und der Zeit reingesteckt hat, das Fliegen hier in dem Game richtig zu lernen, furchtbar drüber auf. Und die Fliegerfaust ist da auch schon genau das richtige Stichwort, denn als nächstes müssen wir über das Schreckgespenst von diesem Spiel reden, das Noobbike von Battlefield 5, eben die Fliegerfaust. Ja, da geht's ganz schnell, ganz steil bergab mit dem Fliegen in dem Game. Hier ein Beispiel, Anfang der Runde. Ich fliege da auf den Gegner auch schon spawnen zu, wo die gerade am Ausrücken sind. Und da stehen im Spawn einige Leute rum und seht ihr, was die da schießen? Ja, das ist die Fliegerfaust. Da habe ich noch Glück gehabt, dass sie kein Aim gehabt haben und ich hier auch noch relativ gut weggekommen bin. Aber das hätte auch ganz anders aussehen können, wenn das nicht so inkompetente, dreckige Missgeburten gewesen wären. Und die Fliegerfaust ist etwas, worauf man konstant achten muss, wenn man am Rumfliegen ist. Und gerade wenn man Kills macht, dann kommen irgendwelche Lappen auf die Ideen, oh, der ist gut im Flieger, den muss ich jetzt erstmal geiern. Und wie ihr hier sehen könnt, hat die Fliegerfaust auch eine erhebliche Range. Die kann euch also an allen möglichen Orten gefährlich werden. Ich habe es dann so gemacht, als hier die Fliegerfaust-Camper in der Runde waren. Ich bin fast nur noch über dem Drittel der Map von meinem Team rumgeflogen, in der Nähe zum Spawn, und habe überwiegend feindliche Flieger abgeschossen. Und wenn die wieder zu ihrer Seite zurückgeflogen sind, habe ich mich zurückgezogen. Denn wie ihr da auch schon wieder hinterm Flieger sehen konntet, flog da auch schon wieder die Fliegerfaust. Super, ne?
Und nur wenn die abgelenkt waren, durch beispielsweise Random-Flieger, konnte man mal ein bisschen vorfliegen und Kills gegen Infanterie machen. Ihr müsst euch das mal ernsthaft überlegen, da gibt es Leute wie diese UB69-Clan-Missgeburten, die wirklich ernsthaft zu dritt oder zu viert im Spawn sitzen mit Fliegerfaust und einer Anti-Air und die dafür die gesamte Runde gammeln, in der Hoffnung, mich einmal aus dem Flieger zu killen. Und nein, das haben sie ja nicht geschafft, die Runde war zu Ende, aber es war irgendwie verbuggt und dann wurden alle in diese Über-die-Map-Ansicht gebracht und das war dann das Ende der Runde. Ich stand 19-0, die haben keinen Kill gemacht, sitzen die ganze Zeit da am Spawn und wenn man sie killt, beleben sie sich gegenseitig wieder und das finden sie ganz toll. Aber hey, wenn man MG-Kills, so wie da gerade, gegen einen Fliegerfaust-Bastard macht, das ist so ziemlich das befriedigendste Gefühl, das dieses Spiel zu bieten hat. Ein schöner, skillvoller MG-Kill gegen einen skilllosen Fliegerfaust-Kacklappen. Das ist ein schönes Gefühl und wenn ihr seht, dass irgendwo ein Lappen mit der Fliegerfaust auf andere Piloten zwettet, dann fokus den sofort raus, damit er verreckt und leidet, denn er hat es nicht anders verdient dafür, dass er die Fliegerfaust benutzt. Aber sagt es mal ehrlich, was muss man für ein hirnverbrannter Idiot sein, wenn man als Game Designer es für eine richtig geile Idee hält, eine Waffe wie die Fliegerfaust ins Spiel zu bringen, womit einer literally in seinem Spawn campen kann und damit 3/4 oder 2/3 der Map komplett von der Range her abaimen kann? Und wenn du da rumfliegst, bist du direkt so gut wie weg oder direkt weg, wenn es zwei sind und die beide treffen. Es ist so sad und traurig und dass die bei DICE nicht mal auf die Idee kommen, da was dran zu ändern. Nö, das sehen die gar nicht ein. Man hat ja als Pilot auch nicht schon genug Dinge, mit denen man sich rumärgern muss. Zwischen der stationären Anti-Air, die auch genug Range hat und auch durchaus einen soliden Damage-Output hat, die man vielleicht noch gemanagt bekommt als ein Pilot, wenn es nur eine ist, und den Flakpanzern und den Feindfliegern und dann ja auch noch die Fliegerfaust. Da lohnt es sich teilweise einfach nicht mehr rumzufliegen, wenn wirklich die Gegner mit all diesen Dingen auf einen einswerten, weil man eh nicht mehr dazu kommt, im Flieger irgendetwas Produktives zu machen. Und das ist eben das große Problem vom Fliegen in Battlefield 5. Du kannst alleine als ein Pilot, wenn die Gegner ein bisschen sich Mühe geben, Flugzeuge zu kontern, überhaupt nichts mehr machen. Und wenn du eine Gruppe von Piloten hast, dann kannst du vielleicht probieren, ein oder zwei von den Gegnern, die explizit auf Flugzeuge sweaten, auszuschalten. Aber wenn die ihr volles Potenzial mit Fliegerfaust und Anti-Air-Panzern, stationärer Anti-Air und alles ausschöpfen, dann kannst du auch mit einer Gruppe von Fliegern gegen die überhaupt nichts mehr machen. Man kann zu bestenfalls noch überm Spawn rumfliegen und mit Zoom und Raketen probieren, irgendwelche Longshots zu treffen. Aber dabei muss man dann natürlich auch darauf achten, dass die Raketen unterschiedliche Patterns haben, wie die dann so fliegen. Manche Raketen, wie beispielsweise die zwei schweren einzelnen Raketen, die sind zentriert auf einen Punkt, der zwar relativ weit weg ist, aber wenn man entsprechende Longshots macht, kann man auch den irgendwann überschreiten. Und dann fliegen die wiederum in einem X nach außen weiter voneinander weg. Und damit zu zielen ist sehr schwierig. Allgemein muss man sich an das Zielvisier in diesem Spiel gewöhnen. Ihr seht ja hier das Raketenvisier, wo man sollte versuchen, von dem Fadenkreuz her über diesem Viereck zu zielen. Das bildet ja quasi zwei Vierecke. Und das obere Viereck ist quasi der Bereich, mit dem ihr mit den Raketen zielt. Nicht das untere und nicht der Punkt in der Mitte zwischen den beiden Strichen. Ihr zielt quasi genau da drüber. Und mit dem Fadenkreuz kann man eigentlich ziemlich präzise mit den MGs zielen. Zu guter Letzt möchte ich noch ein bisschen was zum Thema Dogfighten erklären. Aber viel erklären kann ich da tatsächlich nicht, weil das für mich persönlich eher mit einem gewissen Gefühl zu tun hat, was man dafür halt entwickeln muss. Aber die Grundsätze kann ich euch schon sagen. Es hat halt viel mit Tempomanagement zu tun, dass man hinter den Gegner kommt. Denn logischerweise gewinnt man einen Dogfight, wenn man hinterm Gegner ist. Manchmal kann man auch einen frontalen Shot landen, aber das ist eher die Ausnahme als der Regelfall und das habe ich ja schon bei den Raketen ein bisschen thematisiert. Um hinter den Gegner zu kommen, ist es wichtig, dass man ziemlich genau auf das reagiert, was der Gegner macht. Ist man zu schnell, während der Gegner abbremst und man dann an ihm vorbeirauscht, dann ist er hinter einem. Das ist nicht so ideal. Wenn der Gegner also rumbremst, sollte man auch langsamer werden. Wenn allerdings der Gegner probiert, einen in Turnfights irgendwie abzuhängen und man dann zu langsam wird, dann macht man es dem Gegner eher noch leichter, einen abzuhängen. Man sollte also nach Möglichkeit immer das machen, was in den jeweiligen Situationen einem einen Vorteil bietet. Und was das dann immer konkret ist, dafür muss man eben ein Gefühl entwickeln. Es hilft aber auch ein bisschen auf die Upgrades des eigenen Flugzeugs zu gucken. Manche haben beispielsweise einen Tempo-Boost, den kann man bei Stall-Manöver nutzen, um relativ schnell wieder aus dem Stall-Manöver rauszukommen. Sehr viel schneller als ein Flieger, der einen solchen Tempo-Boost nicht hat und damit kann man sich dann wiederum in einem Dogfight vielleicht einen Vorteil verschaffen. Andere Flugzeuge wiederum
haben verbesserte Tragflächen für erhöhte Wendigkeit. Und das ist ja logischerweise in Turnfights dann ein riesiger Vorteil, wenn man einfach enger wenden kann als der Gegner und es so dann schafft, hinter ihn zu kommen. Grundsätzlich ist es von Vorteil, wenn man tief fliegt, wenn man Verfolger hinter sich hat und Manöver fliegt, um es den Gegnern schwieriger zu machen, einen sauberen Schuss auf den eigenen Flieger zu fliegen. Wenn man dann ins Offene rausfliegt und aufhört, Manöver zu fliegen, wie ihr es gerade sehen konntet, geht das in der Regel recht schnell tödlich aus, weil man dann eben einen sauberen Schuss abbekommt. Man sollte also bei Dogfights darauf achten, dass der Gegner nach Möglichkeit keine allzu guten Winkel auf einen hat, während man versucht, irgendwie von ihm wegzukommen. So, und das waren alle Tipps, die ich für das Fliegen der Jagdflugzeuge in Battlefield 5 für euch habe. Wenn ihr euch daran haltet, solltet ihr in der Lage sein, besser zu fliegen als 95% der Spieler in Battlefield 5 und ihr solltet ebenfalls in der Lage sein, damit vernünftige Runden im Flugzeug zu reißen. Es macht Spaß, wenn man es beherrscht, trotz der belastenden Umstände, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen.